sortieren zu können, denn der Ball ist wieder bei Offenbach angekommen. In der Hinterkette verlagern die jetzt das Spiel auf die rechte Seite. Ist jetzt viel Platz, ja, Ball schon am 16er angekommen, kein Abseits. Genau, das ist ganz gefährlich hier jetzt, Riesenmöglichkeit für Offenbach. Kann er eigentlich selbst machen, in der Mitte steht keiner. Frag mich, wieso er da nicht einfach aufs Tor drauf zieht. Auch noch definitiv um ja, was, also ja. Der erste FC Saarbrücken hat viele natürlich gesagt haben, das ist jetzt ja, also ein Lehming-Duck-Spieler, geht gar nichts mehr. Nee, aber der Pass war jetzt auch schön. Auf die linke Außenbahn, Ball kommt hinein, sollte in Richtung Jakob, ja, für den geht es ja auch noch um was. Torjägerkrone. Aber ja, der Abschluss fehlt einfach in dieser Partie. Bis jetzt, aber wir haben ja noch viel Zeit. 20 Minuten knapp erst gespielt hier in Völklingen zwischen den beiden Mannschaften. Und da hat der Perde da, jetzt hat Gillian Jorscher aufgepasst. Ja. Da luchst da einfach den Ball ab seinem Gegenspieler. Wer war das da hinten drin? War das der Savada? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Gillian wie eine giftige Tarantel. Geht er da auf den Ball? Wo schnappt ihn sich? Will rechts in die kurze Ecke spielen, aber es hat der Endriss gerochen. Und konnte den Ball. Aber den Abschluss hatten wir dann jetzt. Aber jetzt wäre fast der zweite gefolgt. Aber da stand, wer war das? Ja, das ist immer ein bisschen so durchgegangen. Schlüsselposition, wer verlängert hat, wer nicht. Und wer gerade den Ball verlängert hat mit dem Kopf, war die Jakob in Richtung Joscha. Und der ist im Strafraum mitgefault. Mr. Hat er da eingefädelt, aber die Situation ist noch heiß. Der Jakob hat 6 Meter gehalten, von Entres klasse gehalten. Und da kommt er an mit einem Speed, das ist unglaublich. Und das hält er 90 Minuten durch, aber jetzt müssen wir erstmal durchhalten. Aber wo wir gerade bei Speed sind, der Zelle. Ach, das ist der Schnellste in der Truppe, in der Mannschaft, mit dem schnellsten Antritt. Aber da lässt er sich einmal vernaschen gegen, ja, wer ist das? Vierrad müsste sein. Ja, liegt nochmal ab, die Offenbacher. Das war ein guter Abschluss. Drüben wie hüben. Und es wird weiter im Mittelfeld hin und her geplänkelt. Jetzt die Offenbacher mal wieder über die linke Seite, aber abgelaufen von Miotke auf Batz. Der macht den Ball lang Richtung Jakob. Der wird im Kopfballduell besiegt. Und dann landet das Ding vor den Füßen eines Offenbachers, nämlich Frau Hörst. Batz hat sich jetzt auch noch und jetzt, ja, mit ein Holz ist nochmal dabei. Dann nochmal Jennecke müsste das sein. Legt quer in die Zentrale zu Manu Zeitz. Wir sind schon wieder weit entfernt vom Tor. Der Offenbacher Müller jetzt geht in Zweikampf über die linke Seite. Schön rumgegangen um seinen Gegner. Und die Flanke kommt. Und dann ist der Ball nicht im Tor. Und Nachschuss, Joscha, wieder nicht im Tor. Mensch, mach das Ding doch mal einfach rein. Das gibt's doch nicht. Diese Situation. Zellner jetzt legt quer auf Miotke, der langsam immer besser ins Spiel findet, würde ich mal sagen. Auf der rechten Seite Jennecke nimmt unsere Nummer 7 mit. Schöner Ball von Dausch auf die Außenbahn, rechte Außenbahn, gut. Der Ball kommt von Holz rein an den ersten Pfosten, mit nochmal abgelegt von Jakobs Nachschuss aus, ja. Der Kopf lässt sich jetzt ein bisschen Zeit, will wohl auch beruhigen und jetzt bringt er die Kugel nach vorne in den Mittelkreis, sofort abgewehrt vom ersten FC Saarbrücken, schön gemacht von Jakob, sich durchgesetzt. Jetzt müsste er Jurcher schicken, macht er auch, im Strafraum, spitzer Winkel und Eckball. Ja, Jurcher den Ball nochmal erkämpfen wollte, aber leider kostet das diesen Einwurf eben in Höhe der Trainerbänke. Einwurf Offenbach jetzt erst ausgeführt, ja, sie lassen sich bei jeder Aktion etwas mehr Zeit. Und der erste FC Saarbrücken dreht langsam auf. Jetzt haben wir mal wieder eine Gelegenheit für die Gäste aus Hessen. Über die linke Seite. Hörst müsste das sein. Der tritt an und überläuft da den Kielgommis, als wäre es gar nichts. Und dann ist das Ding drin. Ich habe es eben noch gesagt. Eben gerade noch gesagt. So ein Ding verlierst dann ja noch 1-0. So ein dummes Ding. Und das da wäre zu verteidigen gewesen. Aber ja, das Spiel ist halt ja. Ja, nicht so nach unserem Geschmack. Über außen spielen den Ball rein und ja, Hörst war das, glaube ich. Ja, Hörst hat diesen Antritt gemacht. Ah, okay, und der hat dann den Ball in den Fünfer reingelegt und dann brauchte. Die Situation hatten wir auch öfters für Langball oder Laufen. Nein, der Pass kommt zu Dausch. Martin Dausch. Ja, schöner Trick von dem Routinier. Ball kommt in den 5-Meter-Raum. Da muss der Joscha! Ja! Da muss der Joscha! Da muss der Joscha! Das macht der Joscha! Schöne Flanke. Wir haben es ja noch gesagt, dieser Martin Dausch, der kann so wichtig sein, wenn er fit ist. Und man hat es gesehen. Die Finte, die Flanke, der Joscha, der Ausgleich.
Gott sei Dank. Aber auch verdient, muss man sagen. Klar, aber, man hätte gar nicht einen Rückstand geraten müssen. Nee. Alles volle Kanne nach vorne ausgerichtet. Twitter Joscha wieder geschickt, hat auch schon wieder Marathon gelaufen. Außenbahn, bringt den Ball rein in Richtung Jakob. Aber bevor er abschließen kann, ja, da ist ein Fuß eines Offenbachers noch dran. Der Ball kommt hinein an den 5-Meter-Raum. Rückraum kommt der Jennicke dran. Ja, macht er gut. Flanke Lauf. Ball kommt hinein in den 5-Meter-Raum. Offenbacher! Klären auf der Linie mit dem Kopf. Ball noch heiß. Zeit und Abschluss in die Arme von Endre. Offenbach hat jetzt die Situation zu kontern. Können Sie es ausnutzen? Zelle kann auch nicht stören. Oh, wir sind auf der rechten Seite des Strafraums. Ball kommt scharf hinein. Riesendusel. Riesendusel für den ersten FC Saarbrücken. Zeitz muss querlegen auf Miotke. Dann kommt Jennicke. Flankenschlag. Der ist nicht Hungudika! Und der Endres. Verdammte Hacke der Endres. Hungudika, toller Kopfball.